Der Lütold von Sommiswald hat die Schenkung von seinem Grundbesitz an den Deutschen Ritterorden im Jahr 1225 mit der Auflage verbunden, in einem neu zu errichtenden Spital Kranke und Pilger aufzunehmen. Der Orden hat die Auflagen ernst genommen und eine eindrucksvolle Schlossanlage mit Krankensaal und Kapelle gebaut. Auch 800 Jahre später werden wir mit dem Bed and Breakfast und mit diesen vielen Gesundheits- und Wellnesspraxen im Schloss diesen Auflagen weiterhin gerecht. Heute reden wir nicht mehr von Pilgern, sondern von Touristen, die das Schlafschloss zum Übernachten nutzen. Das können sie in einem von 8 einfach eingerichteten Zimmern und in der geräumigen Schlossweite mit traumhafter Aussicht.